Österreich holt 2 Bronzemedaillen bei der nordischen Ski-WM. Bernhard Gruber verkündet sein Karriereende und Sturm Graz schlägt erneut Red Bull Salzburg. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf holen sich die ÖSV-Athleten gestern 2 Bronzemedaillen. Eine sichern sich die Kombinierer im Teambewerb. Johannes Lamperter, Lukas Klapfer, Mario Seidel und Lukas Greiderer müssen sich nur Norwegen auf Platz 1 und Deutschland auf Platz 2 geschlagen geben. Es ist nach Gold für die Skispringerinnen am Freitag im Teambewerb die 2. Medaille für Österreich bei der nordischen Ski-WM. Die 3. Medaille für Österreich holen gestern unsere ÖSV-Skispringer und Skispringerinnen im Mixedbewerb. Sarah Marita Kramer, Michael Heiböck, Daniela Jaraschko-Stolz und Stefan Kraft springen zur Bronzemedaille. Der Sieg ist an Deutschland gegangen, Silber holt sich Norwegen. Am Ende haben Österreich 14,3 Punkte auf die Goldmedaille gefehlt. Gestern hat Kombinationsweltmeister Bernhard Gruber offiziell seinen Rücktritt bekannt gegeben. Mit 38 Jahren und nach 2 Eingriffen am Herzen beendet Gruber seine Laufbahn. Nach seinem Zusammenbruch bei seinem eigentlichen Comeback im finnischen Lahti kam der Entschluss, seine Karriere zu beenden. Bernhard Gruber ist Österreichs erfolgreichster WM-Kombinierer. Insgesamt 13 Medaillen hat er sich bei Großereignissen geholt. Außerdem hat er 7 Weltcupsiege gefeiert. Beim Weltcup-Riesentorlauf der Herren in Bansko hat gestern der Weltmeister Mathieu Favre gewonnen. Der Franzose hat sich vor dem Schweizer Marco Odermatt und seinem Landsmann Alexis Pintarot durchgesetzt. Stefan Brennsteiner hat als bester Österreicher nach Platz 3 am Vortag den 5. Platz geholt. WM-Bronzemedaillengewinner Marco Schwarz ist auf Platz 10 gelandet. Beim Super-G der Damen in Val di Fassa hat sich Frederica Brignone den Heimsieg geholt. Platz 2 holt sich Lara Gut-Berami, Platz 3 Corinne Sutter. Der Super-G war gestern aber leider von schweren Stürzen überschattet. Unter anderem ist auch unsere ÖSV-Athletin Rosina Schneeberger gestürzt. Im Krankenhaus ist eine Unterschenkelfraktur diagnostiziert worden. Sturm Graz gewinnt gestern auch das 2. Saisonduell gegen Red Bull Salzburg. Die Steirer setzen sich im Topspiel gegen die Bullen mit 2:1 durch. Und das nicht wie gewohnt in Graz, sondern im Wörthersee-Stadion. Die Merkur-Arena ist aufgrund des schlechten Rasens von der Bundesliga gesperrt worden. Nach dem Ausscheiden in der Europa League am Donnerstag folgt damit gestern die nächste Enttäuschung für die Salzburger. Es war bereits die 4. Niederlage in der laufenden Saison. Die Mozartstädter stehen in der Tabelle nur mehr mit 3 Punkten Vorsprung auf Rapid am 1. Platz. Bereits am Mittwoch kann sich der österreichische Serienmeister im ÖFB-Cup revanchieren. Im Halbfinale trifft Red Bull erneut auf Sturm Graz, wieder in Klagenfurt. Altach gewinnt gestern beim Kanadi-Comeback gegen den WAC mit 1:0 und die Wiener Austria gewinnt gegen St. Pölten und hält damit den Kampf ums obere Playoff offen. Die Veilchen liegen in der Tabelle nur einen Punkt hinter dem entscheidenden 6. Platz. In der Spusu-Handballliga hat Handball Tirol am Samstag nach dem Unentschieden gegen die Fivers die Hauptrunde gewonnen. Das Spiel um die Tabellenführung endet mit einem 32:32 Unentschieden. In einer heiß umkämpften Partie können sich die Gäste aus Tirol in der 6. Minute mit 5:2 leicht absetzen. In der 11. Minute gleichen die Margaretner dann aber durch einen 7-Meter-Treffer wieder auf 7:7 aus. Und so geht das Spiel weiter. Die Fivers führen wieder mit 2 Treffern, Schwarz arbeitet sich aber heran und gleicht immer wieder aus. Auch die 32 Minuten sind ausgeglichen. Kurz vor Schluss erzielt Lukas Tecek dann noch den Ausgleich. Er sorgt 48 Sekunden vor Spielende für das 32:32. Mit diesem Endergebnis gewinnt Schwarz die Spusu-Liga-Hauptrunde und auch die Fivers sind nicht mehr vom Platz 2 zu verdrängen. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in die neue Woche und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.